Meine Damen und Herren, ich rufe Tagesordnungspunkt 6 auf, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion DIE LINKE für ein Gesetz für mehr demokratische Beteiligungsrechte in den Kommunen, Drucksache 19-2822 zu 19-1520. Berichterstatter ist der Abg. Bauer. Zusammen mit Tagesordnungspunkt 7, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Erleichterung der Bürgerbeteiligung auf Gemeindeebene und zur Änderung kommunalrechtlicher Rechtsvorschriften. Berichterstatter ist ebenfalls Herr Bauer. Das ist die Drucksache 19-2823 zu 19-2200. Hierzu gibt es einen Änderungsantrag der Fraktion der SPD, Drucksache 19-2895. Wir hören als Erstes den Berichterstatter, Herr Bauer. Ich gebe Ihnen das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Beschlussempfehlung und den Bericht aus dem Ausschuss. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion DIE LINKE, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Die Beschlussempfehlung und der Bericht des Innenausschusses zu der Drucksache 19-2200 und den Änderungsanträgen. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, DIE LINKE und FDP den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung der Änderungsanträge Drucksache 19-2298 und Drucksache 19-2709 und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in zweiter Lesung anzunehmen. Danke schön, Herr Bauer. Ich wollte in der Reihenfolge der vorliegenden Gesetze vorgehen. Das heißt, ich erteile für DIE LINKE als Erstes Herrn Schaus das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Dass ich hier heute vor dem Vertreter der Koalitionsfraktionen sprechen darf, liegt einzig und allein daran, dass unsere Fraktion bereits vor mehr als 10 Monaten als Erste einen Gesetzentwurf für mehr demokratische Beteiligungsrechte in den Kommunen vorgelegt hat. Mit unseren umfassenden Regelungen zu mehr Demokratie und direkter Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung wollen wir es vielen Menschen ermöglichen, sich in die Politik auf Gemeinde- und Kreisebene einzumischen und unmittelbar daran zu beteiligen. In der Zwischenzeit liegt nun auch ein Gesetzentwurf der Landesregierung vor, der ein wenig trügerisch den Namen Gesetz zur Erleichterung der Bürgerbeteiligung auf Gemeindeebene trägt, obwohl lediglich an 4 von immerhin 73 Punkten Änderungen bei der Bürgerbeteiligung vorgenommen werden sollen. In 4 von 73 Punkten. Darüber hinaus gleicht dieser Gesetzentwurf eher einem Sammelsurium an Änderungen zur Kommunalverfassung. Wir haben es also mit einem richtigen Etikettenschwindel beim Regierungsentwurf zu tun, meine Damen und Herren. So wird im Windschatten einer vermeintlichen Demokratisierung z.B. eine wesentliche Veränderung in den kommunalen Verwaltungsstrukturen vorgenommen, wenn statt wie bisher bis 1.500 Einwohner zukünftig in Gemeinden bis 5.000 Einwohner die Funktion der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters möglich sein soll. Dies führt nicht zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung, sondern eher zu komplizierten, teuren Verwaltungsstrukturen, bei denen die internen Konflikte vorprogrammiert sind. Die hauptamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind gerade doch in kleinen Gemeinden wichtige Mittler zwischen den Einwohnerinnen und Einwohnern und ihrer Verwaltung. Das ist nur einer von vielen Gründen, weswegen wir Ihren Gesetzentwurf ablehnen werden. Mit unserem Gesetzentwurf hingegen haben wir die Absicht verbunden, die direkt demokratischen Elemente in der Hessischen Gemeindeordnung und in der Hessischen Landkreisordnung deutlich zu erweitern und an etlichen Stellen zu konkretisieren. Wir wollen, dass die Menschen vor Ort ein höheres Maß an Mitsprache und Mitwirkungsmöglichkeiten erhalten. Deshalb fordern wir die Aufnahme eines Petitionsrechts, so wie wir es bei Bundes- und auch in den Landtagen kennen, auch in die Kommunalverfassung zu übernehmen,
und zwar sowohl in den Städten und Gemeinden als auch in den Landkreisen. Wir fordern zudem die Einführung eines Einwohnerantrages, mit dem sich alle Einwohnerinnen und Einwohner ab dem 14. Lebensjahr an ihre Kommune wenden können. Wir wollen die Quoren des Bürgerentscheides, bevor das wieder zu Missverständnissen auf Missverständnisse stößt, also der Bürgerentscheide, nicht der Begehren, an die Regelung Bayerns anpassen, die aus unserer Sicht angemessen und praktikabel sind. Nehmen Sie sich also ein Beispiel an Bayern, meine Damen und Herren von der CDU, sonst fällt Ihnen das ja auch nicht so schwer. Ich freue mich, dass die SPD-Fraktion unserem Anliegen in ihrem Änderungsantrag gefolgt ist und die von uns vorgeschlagenen Quoren exakt übernommen hat. Diese Quoren sind zeitgemäß und werden nicht zu einer ausufernden Zahl an Bürgerentscheiden auf kommunaler Ebene führen. Deshalb können wir den SPD-Änderungsantrag hier auch zustimmen. Diese immer wieder zu hörende Aussage, dass niedrigere Quoren in einer Minderheitendiktatur führen würden, können wir den Erfahrungen aus anderen Bundesländern nicht belegt werden. Oder glauben Sie, meine Damen und Herren von der CDU, Ihre Schwesterpartei CSU würde eine angebliche Minderheitendiktatur in Bayern etwa tatenlos hinnehmen? Der SPD-Änderungsantrag enthält zwar unbestritten einige sinnvolle Änderungen, Ergänzungen zum Gesetzentwurf der Landesregierung, nämlich die Regelung, die Sie eins zu eins eben von uns übernommen haben. Allerdings finden wir es schon ein wenig seltsam, dass Sie die Forderung nach einer eigenständigen Seniorenvertretung genau 3 Monate vor der Kommunalwahl für sich entdecken. Auch bei uns geht diese Forderung der Landesseniorenvertretung regelmäßig ein. Wir folgen dieser aber nicht, da wir der Meinung sind, dass ein wahlberechtigter Teil der Bevölkerung eben keine gesonderte, quasi doppelte Vertretung braucht. Dies ist ein großer Unterschied, meine Damen und Herren, zu den Ausländerbeiräten. Diese vertreten zu einem überwiegenden Teil die leider nicht wahlberechtigten Migrantinnen und Migranten in ihren Belangen und sind trotz niedriger Wahlbeteiligung von unschätzbarem Wert in den Kommunen. Die jetzt plötzliche Aufnahme von Seniorenbeiräten im SPD-Änderungsantrag lässt schon auf ein ziemlich durchsichtiges wahltaktisches Manöver schließen. Das kann ich Ihnen leider nicht ersparen. Kämpfen Sie also doch lieber mit uns für ein umfassendes kommunales Wahlrecht für alle, die länger als 3 Jahre in Deutschland leben. Dann bräuchten wir ja auch keine zusätzlichen Ausländerbeiräte mehr. Das wäre doch eine konkrete Position und Forderung, meine Damen und Herren. Wir haben in unserem Gesetzentwurf eine ganze Reihe weiterer Forderungen aufgenommen. So wollen wir die 2011 vorgenommenen Ausweitungen des Ausschlusskataloges wieder zurücknehmen. Bürgerbegehren und Bürgerentscheide auch auf Kreisebene ermöglichen, das kommunale Wahlalter auf 16 Jahre absenken und dieses auf alle Einwohnerinnen und Einwohner, die länger als 3 Monate in einer Kommune leben, ausweiten. Wir sind der Meinung, dass wir auf der Umsetzung unseres Gesetzentwurfs einen deutlichen Zugewinn an Mitbestimmung für die Menschen vor Ort erreichen können. Gleichzeitig sind unsere Gesetzesvorschläge geeignet, den Menschen eben eine größere Mitverantwortung in den Kommunen zu geben. Wer sich abseits der Kommunalwahlen für seine Belange einsetzt, der die übernimmt nämlich auch Verantwortung für ihr und sein Umfeld und für die Kommune. Dies sollte eigentlich in unser aller Sinne sein, meine Damen und Herren. Wenn die direkten Beteiligungsmöglichkeiten in Hessen aber weiter stark eingeschränkt bleiben und die Möglichkeit zur Übernahme von Verantwortung in den Kommunen auf eine alle 5 bzw. 6 Jahre stattfindende Bürgermeisterin und Kommunalwahl beschränkt bleibt,
dann dürfen wir uns auch nicht über die immer weiter zurückgehende Wahlbeteiligung wundern. Im Gesetzentwurf der Landesregierung ist sogar eine Passage vorgesehen, die eine Verantwortungsübertragung von oben herab vorsieht. Das vorgeschlagene Volksvertreterbegehren. Hier besteht die große Gefahr, dass diese Regelung von den gewählten Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern dazu missbraucht werden kann, dass sie sich bei schwierigen Fragen ihrer eigenen Verantwortung entziehen können und diese Verantwortungsverlagerung zu einer gezielten politischen Mithaftung der Bürgerinnen und Bürger missbraucht werden kann. Das Volksvertreterbegehren ist also nichts weiter als die Möglichkeit, sich vor schweren Entscheidungen einfach wegzuducken, und wird deshalb auch von uns klar abgelehnt. Wenn Sie also eine echte und ehrlich gemeinte Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung wirklich wollen, dann dürfen Sie nicht auf halber Strecke stehen bleiben, um wieder ein Viertel der Strecke zurückzugehen. Dann müssen Sie nur unseren Gesetzentwurf annehmen. Vielen Dank. Danke, Herr Schaus. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Bauer das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Gesetzentwurf mit den vorgelegten Änderungen kommunalrechtlicher Vorschriften ist eine sinnvolle Weiterentwicklung dessen, was wir mit der Novelle der letzten hessischen Gemeindeordnung bereits im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht haben. Die Anhörung hat gezeigt, dass unsere Vorschläge weitestgehend auf Zustimmung gestoßen sind. Ich glaube auch, dass wir in den wesentlichen Punkten maßvolle und sinnvolle Änderungen angestoßen haben. Ein wichtiger Punkt ist die vorgesehene Erleichterung von Bürgerbeteiligungen auf kommunaler Ebene. Wir wollen die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger an kommunalpolitischen Sachentscheidungen stärken. Deshalb haben wir einen moderaten Vorschlag entwickelt, der allerdings durchaus Veränderungen ermöglicht. Und zwar für Kommunen mit einer Einwohnerzahl zwischen 50 und 100.000 soll das Zustimmungsquorum auf 20% abgesenkt werden und für Kommunen mit einer Einwohnerzahl über 100.000 auf 15%. Für alle übrigen bleibt es bei den 25% Zustimmungsquoren. Wir denken, dass das ein maßvoller Weg ist, der die Balance hält zwischen direkter und indirekter repräsentativer Demokratie, meine Damen und Herren. Ebenfalls im Koalitionsvertrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN vorgesehen und nun mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung umgesetzt, ist die Schaffung der Möglichkeit, dass auch die Gemeindevertretung die Initiative für Bürgerentscheide offen steht. In manchen Gemeinden gab es bereits den Wunsch danach, und in den meisten Bundesländern ist dies auch schon längst üblich. Und sinnvoll ist meines Erachtens dabei, dass das Quorum zur Einleitung eines solchen Verfahrens hoch angesetzt ist, nämlich mit 2/3 der gesetzlichen Zahl der Mandatsträger. Und so bleibt die Entscheidung oder die Versuchung gering, diese Entscheidung über unangenehme Themen auf die Bürgerschaft abzuwälzen. Und ich sehe hier geradezu keine Verantwortungsverlagerung, wie das der Kollege Schaus von den LINKEN hier suggeriert hat. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als die Entscheidungsgewalt dem Souverän zurückzugeben in wichtigen Fragen. Und deshalb können mit dieser neuen Möglichkeit etwaige Schicksalsfragen in gemeindlicher Selbstverwaltung vor Ort geklärt werden. Ein wichtiger und sinnvoller Schritt, den wir auch in Hessen ermöglichen wollen, meine Damen und Herren. Ein zweiter wichtiger Änderungsbereich ist die Unterstützung von freiwilligen Zusammenschlüssen von Städten und Gemeinden, auch durch eine partielle Entschuldung der Kernhaushalte. Angesichts der Folgen der demografischen Entwicklung und der Tatsache, dass wir in Hessen rund 220 Kommunen haben, die weniger als 7.500 Einwohner zählen, ist auch der Weg zu einer freiwilligen Fusion durchaus denkbar und gangbar. Dagegen gibt es vor Ort häufig emotionale Widerstände. Und deshalb ist es richtig, freiwillige Kooperationen zu fördern und freiwillige Fusionen auch finanziell vonseiten der Landesregierung schmackhaft zu machen. Und wir wollen deshalb mit freien Mitteln aus dem Kommunalen Schutzschirm in Höhe von gut 27 Millionen € die Kernhaushalte der zu fusionierenden Gemeinden, so sie nicht bereits Schutzschirmgemeinden sind, im Einzelfall mit bis zu 46% entschulden. Das ist ein attraktives Angebot für freiwillige Fusionen, meine Damen und Herren.
Bei solchen Zusammenschlüssen kann es dann auch durchaus möglich sein, dass man die turnusgemäße Wahl eines Bürgermeisters bis zu einem Jahr verschiebt. Auch das wird mit dieser Novelle sinnvollerweise geregelt. In diesem Kontext einer Fusion oder einer Kooperation von Gemeinden macht es auch Sinn, den Kommunen eine Wahlmöglichkeit zu eröffnen. Da wollen wir, wie gesagt, über die 1.500 Einwohnergrenze hinausgehen, dass man auch einen hauptamtlichen Bürgermeister von einem ehrenamtlichen Bürgermeister bestellen kann. Denn das ist durchaus denkbar, wenn zwei Gemeinden zusammengehen, dass man hier entsprechende Änderungen herbeiführt. In Bayern ist es durchaus üblich, dass Gemeinden bis 5.000 von einem ehrenamtlichen Bürgermeister geführt werden, das, obwohl die Stellung eines Bürgermeisters in Bayern eine viel stärkere ist. Aber ich sage noch einmal ausdrücklich, das ist eine freiwillige Sache. Niemand wird genötigt, das zu ändern. Und wenn es vor Ort geändert werden soll, brauchen Sie, so sieht es unser Änderungsantrag vor, eine Zweidrittelzustimmung des Gemeindeparlaments. Wenn das vor Ort sinnvoll ist und wenn das vor Ort gewünscht ist, dann kann man das den Gemeinden ermöglichen. Und in der Begründung des Gesetzentwurfs wird es ja deutlich, dass wir das vor allem zur Erleichterung von Fusionen machen wollen. Und deshalb brauchen wir keine Schwarzmalerei, dass wir hier die Bürgermeister ehrenamtlich führen wollen, meine Damen und Herren. Ein dritter Änderungsbereich betrifft das Geld. Und zwar haben sich manche Kommunen mit der Entscheidung zu innovativen Finanzierungsinstrumenten deutschlandweit im Zuge der Finanzkrise oftmals gründlich verhoben. Und künftig werden wir spekulative Finanzgeschäfte verbieten und die Kreditaufnahme in Fremdwährung an Bedingungen knüpfen, dass das Währungsrisiko eben abzusichern ist. Außerdem wird im Gesetzentwurf geregelt, dass die Entscheidungszuständigkeit für die Aufnahme von Krediten, insbesondere auch von Kassenkrediten, klargestellt wird und auch beschleunigt werden kann. Und auch im mittelbaren Bereich der Beteiligung von Kommunen an wirtschaftlichen Unternehmen soll es für Bagatellfälle eine Lockerung der bestehenden Pflicht der Befassung der Gemeindevertretung geben. Die Entscheidungsbefugnis kann eben nach eigener Einschätzung in diesen Fällen auch delegiert werden. All das traf und trifft auf große Zustimmung der Kommunalen Spitzenverbände und erleichtert das Agieren vor Ort der kommunalen Familie. Meine Damen und Herren, eine weitere Änderung in Form einer Konkretisierung betrifft die Zusammenarbeit in Zweckverbänden. Künftig soll es hier Fraktionsbildungen möglich machen, was die Organisation und die Willensbildung in der Praxis sicherlich auch erleichtert. Eine weitere Regelung, die ich anführen möchte, ist der Schritt zu mehr Transparenz und Bürgerfreundlichkeit in der Verwaltung. Und zwar soll im Kommunalen Abgabengesetz nach dem Willen der Landesregierung den gebührenpflichtigen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit eingeräumt werden, Akteninformationen in der Verwaltung nicht nur einzusehen, sondern auch etwa bildlich zu speichern. Und so können künftig Gebührenkalkulationen auch besser nachvollzogen werden, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich jetzt kurz zu den Vorschlägen der SPD-Fraktion kommen, die in einer Pressekonferenz unterbreitet worden sind und in die Debatte noch nicht ganz eingeflossen sind. Sie fordern ja Seniorenvertretungen, Sie wollen Kinder- und Jugendparlamente verpflichtend machen, und Sie fordern, Ausländerbeiräte mit einem Antragsrecht auszustatten. Meine Damen und Herren, ich glaube, das ist der falsche Weg. Wir wollen die Parlamente stärken. Ich glaube, dass die Gemeindevertretung der Ort ist, wo die Interessen aller sich widerspiegeln müssen. Wir wollen eine Gemeindevertretung, in der die Interessen der Jungen vertreten sind, die Interessen der Älteren, der Alteingesessenen und der Zugezogenen. Und deshalb brauchen wir eine Stärkung der Gemeindeparlamente und keine Doppelvertretung in gewissen Untergremien. Ich denke, wir haben durchaus die Möglichkeit, das auf freiwilliger Basis einzurichten. Eine Verpflichtung lehnen wir ab. Und wenn ich einmal die entsprechende Altersstruktur in den Kommunalparlamenten mir so vor Augen führe, dann haben wir durchaus keinen Bedarf an erfahrenen Kommunalpolitikern, so formuliere ich es einmal. Wir brauchen junge Menschen, die einsteigen. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, auf freiwilliger Basis Kinder- und Jugendparlamente einzurichten. Das ist der richtige Weg. Wir lehnen einen Zwang für solche Gremien deshalb ab, meine Damen und Herren. Ich glaube auch, dass wir die Debatte um Ausländerbeiräte in eine ganz andere Richtung führen müssen. Wir müssten sie natürlich weiterentwickeln zu Integrationsbeiräten. Und wir haben als CDU hier auch eine klare Vorstellung. Wir wollen ein Gremium schaffen, in dem nicht nur die Betroffenen zu Wort kommen, dass man das durchaus auch im Benennungsverfahren ermöglichen kann, dass es Kommissionen oder Gremien gibt, die auch ohne eine Wahl zustande kommen können, damit diese ergänzt werden können durch fähige Menschen, die sich im Bereich der Integrationspolitik auch schon einbringen. Das können durchaus auch Institutionen, Vertreter von Kirchengemeinden oder auch Ehrenamtliche sein, die im Bereich der Integrationspolitik in der Kommune mitwirken wollen. Das kann im Benennungsverfahren in einem Integrationsbeirat erfolgen. Dazu brauche ich nicht, eine Ausländerbeiratswahl durchzuführen, die sich der
derzeit leider auf einem sehr geringen Niveau der Zustimmung bewegt. Meine Damen und Herren. In eine solche Richtung wollen wir als Union weiterdenken. Der letzte Gedanke, der immer wieder ins Spiel gebracht wird, ist, das Wahlalter von 18 auf 16 Jahren zu senken. Das ist, meine Damen und Herren, eine sehr grundsätzliche Frage. Wir Christdemokraten haben auch eine sehr grundsätzliche Position dazu. Warum man 16-Jährige wählen lässt und 15-Jährige nicht, das müssten Sie zunächst einmal begründen. Wir verbinden das Wahlrecht zwingend mit der Volljährigkeit und mit der vollen Geschäftsfähigkeit eines Bürgers. Es macht doch keinen Sinn, meine Damen und Herren, junge Menschen schon mit 16 diese Reife zu attestieren und gleichzeitig im Strafrecht bis 21 zu warten und ihnen eine verminderte Verantwortlichkeit für ihr Tun zuzugestehen. Das passt doch nicht zusammen, meine Damen und Herren. Volljährig ist man in Deutschland mit 18, und solange dies ist, sollte auch das Wahlalter bei 18 liegen. Jede andere Festlegung ist willkürlich, meine Damen und Herren. Ich glaube, die Beratungen haben gezeigt, dass der vorgelegte Gesetzentwurf maßvolle und sinnvolle Änderungen beinhaltet. Wir werden dem Gesetzesverfahren unsere Zustimmung entsprechend auch erteilen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Danke schön, Herr Bauer. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Dr. H.C. Hahn das Wort. Herr Präsident, Herr Dr. Wilken, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich will den letzten Satz aufnehmen, den Herr Bauer gesprochen hat, will ihn aber etwas umwandeln. Die Anhörung hat ergeben, dass die bestehende Gesetzeslage in Hessen von den meisten als die vernünftigste und richtige angesehen wird. Und deshalb brauchen wir keine Änderungsanträge, weder von CDU und den GRÜNEN, noch von den LINKEN und auch nicht von den Sozialdemokraten. Die jetzige Situation ist ganz überwiegend in den Anhörungen bestätigt worden, als ein vernünftiger Kompromiss, Herr Bauer, angesehen worden. Ich kann mich daran erinnern, dass gerade in der letzten Legislaturperiode wir bei Diskussionen hierüber ja auch uns in diesem Punkt mehr als einig waren. Und manchmal ist ja gerade meine Fraktion gewesen ist, die noch ein bisschen mehr Bürgerbeteiligung haben wollte, und die Fraktion, die Sie damals schon vertreten haben, etwas großzügiger in der Repressivität gewesen ist. Ich glaube, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sollten uns alle zu Gemüte führen, was der Chef von Forsa, Prof. Manfred Güllner, in der Zeitschrift Kommunal im Dezember 2015 vorgetragen hat. Ich möchte zitieren. Immer mehr Beteiligungsangebote können somit die Diskrepanz zwischen dem, was die Mehrheit der Bürger will, und dem, was Minderheitsgruppen lautstark artikulieren, verstärken, zumal dann, wenn diese Minderheiten in den klassischen Medien, vor allem aber in den neuen Medien, große Resonanz finden. Dann entwickelt er das wissenschaftlich, wie das Prof. Güllner ja sehr häufig auch richtig tut, und endet mit der Feststellung, ich zitiere, vor allem die lokale Politik wäre gut beraten, sich nicht an Minderheitsmeinungen zu orientieren, sondern immer zu versuchen, die Interessen und Bedürfnisse der Mehrheit der Bürger zu ergründen und in der Politik zu berücksichtigen. Zitat Güllner Ende. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Und das ist genau die bestehende Rechtslage, die wir hier in Hessen haben. Es ist ja falsch, wenn den Kollegen, die nicht bei der Anhörung dabei waren und nicht das Protokoll nachgelesen hat, hier so vorgegaukelt wird, als wenn die Erhöhung der, oder die Senkung der Quoren, die Veränderung der Quoren auf Zustimmung gestoßen ist. Also, gerade bei dem einen oder anderen Punkt war es ja so gewesen, dass die Gruppe für mehr Demokratie es als zu wenig, aber sämtliche der kommunalen Familie als zu viel empfunden haben. Der ehemalige Präsident der Uni in Frankfurt, Prof. Steinberg, hat bei dem Thema Vertreterbegehren gesagt, Flucht aus der Verantwortung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was ist das denn sonst? Und in diesem Punkt, ich glaube, Herr Schaus hat es eben schon vorgetragen, bin ich mit ihm einer Meinung. Also, wenn man sich in ein Kommunalparlament wählen lässt, und ich glaube, viele von Ihnen sehen das gerade genauso wie auch ich, dass es ganz schön schwierig ist, Menschen zu motivieren, für die Wahl am 6. März für ein Kommunalparlament sich zur Verfügung zu stellen, egal für welche Partei, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Wenn die dann schon bereit sind, die Persönlichkeiten zu kandidieren, und wenn sie gewählt worden sind, dann wollen die auch entscheiden. Und dann wollen die nicht gedrängt werden von Fraktionskollegen, der Führung, der Koalition, wem auch immer, in die Situation, dass dann gesagt wird, wir machen entweder ein Vertreterbegehren oder aber es wird eine entsprechende Bürgerabstimmung motiviert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mehr Demokratie heißt nicht, die repräsentative Demokratie immer weiter zu beschneiden, sondern mehr Demokratie heißt mehr Transparenz. Mehr Demokratie heißt mehr Vorabinformation. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem Nutzen auch z.B. der neuen Medien des Internets, aber nicht jetzt einfach noch weiter die Strukturen zu eröffnen, dass Minderheiten über Mehrheiten entscheiden können. Ich möchte für die Freien Demokraten deutlich sagen, was wir überhaupt nicht nachvollziehen können, ist die Senkung der Einwohnergrenze für die Einführung ehrenamtlicher Bürgermeister. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kollege Bauer, wenn es denn so ist, wie Sie eben vorgetragen haben, dass es Ihnen nur darum geht, bei Fusionen es zu machen, dann schreiben Sie es doch ins Gesetz rein. Also, das ist ja nun ein ganz einfacher Ausgang für Helden, um mit den Worten des Ministerpräsidenten zu reden, den Sie gerade gesucht haben. Man wolle das ja nur bei Fusionen. Ja, dann machen Sie es doch. Sie haben die Möglichkeit. Ich will Sie jetzt nicht quälen und das noch eine weitere Lesung beantragen. Aber wenn Sie es wirklich ehrlich meinen, dann müssen Sie jetzt selbst die dritte Lesung beantragen, damit in dieser Norm noch eine Änderung vorgeführt wird. Wenn Sie es nicht tun, dann werden wir Land auf, Land ab erklären, dass es eine generelle Lösungsmöglichkeit von Schwarz und Grün ist. Jawohl, zwei Drittel, immerhin ein bisschen erträglicher noch als die Lösung, die Sie vorher vorgeschlagen haben. Aber wer so lange in der Politik ist wie ich, der weiß, dass es manchmal aus ganz anderen Gründen heraus schneller möglich ist, eine Zweidrittelmehrheit zu finden, und zwar zulasten der Kommune, als wenn man das ehrlich ausficht und sagt, das soll dann mit einfacher Mehrheit beschlossen werden. Nein, da werden die Freien Demokraten auf keinen Fall mitmachen. Ja, es gibt auch positive Dinge in dem Gesetzentwurf. Wir hatten das bereits, ich in der Lesung und Kollege Greilich in der Anhörung deutlich gemacht. Ja, es ist wichtig, es ist richtig, dass die restlichen Mittel aus dem Schutzschirm für die Förderung interkommunaler Zusammenarbeit verwendet werden. Aber auch hier frage ich, wenn Ihnen denn die interkommunale Zusammenarbeit oder wie bei dem Thema Einwohnergrenze für die Einführung ehrenamtlicher Bürgermeister so wichtig ist, warum gehen Sie dann nicht einen Schritt weiter, wie es Ihr Parteifreund und ehemaliger Landrat Herr Wilkes ja vorgeschlagen hat, dass es dann auch gesetzlich vereinfacht wird, dass die Voraussetzungen geschaffen werden, dass man z.B. Zusammenlegungen nicht nur auf örtlicher Ebene, sondern auch auf Kreisebene durchführen kann. Ich kündige für meine Fraktion an, dass wir im Januar einen entsprechenden Gesetzentwurf hier einbringen werden. Wir haben das bewusst jetzt nicht verquickt mit der Thematik der Frage, die Sie auf den Tisch gelegt haben. Aber da wollen wir weiter heranbleiben. Deshalb können wir und werden wir dem Antrag der Regierungsfraktion nicht zustimmen. Aus meinen Worten entnehmen Sie, dass wir diametral anders inhaltlich argumentieren wie die LINKEN. Dem werden wir auch nicht zustimmen. Und ich muss den Kollegen von den Sozialdemokraten sagen, das, was Sie da vorgelegt haben, das sieht so ein bisschen aus nach SPD wünscht ihr was. Also alles das, was irgendwie übrig geblieben ist bei der Thematik, rühren Sie jetzt noch einmal in diese Frage mit herein. Ich glaube nicht, dass es klug ist, eine Senkung des Wahlalters immer wieder auf die Tagesordnung zu setzen, wo wir genau wissen, und das ist gerade einmal ein Jahrzehnt her, dass die Menschen in Hessen, die Bevölkerung, es jedenfalls bei dem Thema passives Wahlrecht Landtag abgelehnt haben, und zwar eine Reduzierung auf 18 abgelehnt haben. Und dann wollen wir als Parlament uns jetzt herausnehmen, obwohl wir genau den Willen der Bevölkerung kennen, dass wir das bei dem Kommunalen aber schon auf 16 heruntersetzen. Das kommt mir auch so ein bisschen vor, als wenn das eine relative Diskriminierung von Kommunen ist, so nach dem Motto, da sollen Jungs und Mädels doch mal ein bisschen zu Hause lernen. Das ist ja mit 16 möglich, im Landtag dürfen sie es erst mit 21. Nein, das muss eine in sich strukturierte Angelegenheit sein. Einen letzten Punkt möchte ich ansprechen, das ist das Thema Ausländerbeiräte. Sie haben das ja in Ihrem Antrag, die Sozialdemokraten, auch mit aufgenommen, nach meiner Auffassung in die falsche Richtung. Ich glaube, dass wir uns alle
Ich bin dankbar, dass der Vorsitzende des Ausländerbeirats Hessen das auch deutlich gemacht hat nach der Wahl vor 14 Tagen oder 3 Wochen, dass wir uns alle darüber zusammensetzen müssen und fragen müssen, ist dieses Konstrukt überhaupt noch das Richtige? Ich habe da keine abgeschlossene Meinung. Und wenn ich Herrn Di Benedetto oder dem ehemaligen Chef der AGA anschaue, dann weiß er auch, wie hin und her gerissen, ich weiß ja auch er, aber ich auch, in dieser Frage immer wieder gewesen sind. Man kann es natürlich schönreden und kann sagen, ja, weil so viele Flüchtlinge auf einmal das aktive Wahlrecht hatten, Entschuldigung, sind die Prozentzahlen so noch niedriger geworden als vorher. Ja, das kann man sagen. Aber das ist natürlich nur noch nicht mal ein Ausgang für Helden, weil wenn Sie es in vielen Kommunen runterrechnen, ist es trotzdem noch eine Reduzierung der Wahlbeteiligung gewesen. Ich spreche mich eindeutig dafür aus, die FDP spricht sich eindeutig dafür aus, dass wir einen Weg suchen, um eine Beteiligung herbeizuführen. Aber es ist ganz offensichtlich nicht das richtige Angebot, das derzeit in der Hessischen Gemeindeordnung steht. Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Anträge nicht deshalb ablehnen, weil wir beleidigte Opposition sind, sondern weil wir stolze Gesetzgeber der letzten Legislaturperiode gewesen sind, wo ein Gesetz gemeinsam mit der Union verabschiedet worden ist, was diese Anhörung aber so etwas von gut bestanden hat. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Hahn. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Rudolph zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das, was Herr Bauer vorgetragen hat, ist schon, finde ich, ein ziemlich antiquiertes Bild einer Kommunalverfassung, wie sie sich eigentlich für uns in der Tat nicht mehr stellt. Und wenn man sich die Anhörung, die war erstens intensiv, zweitens umfangreich anschaut und auch richtig auswertet, dann kann man nur zu dem Ergebnis kommen, man muss an der Kommunalverfassung der Hessischen Gemeindeordnung etwas ändern, weil sie nicht mehr den Herausforderungen dieser heutigen Zeit gerecht wird. Und Herr Bauer, Sie ziehen die völlig falschen Schlüsse. Deswegen haben wir einen umfangreichen Änderungsantrag eingebracht, damit auch Alternativen deutlich werden. Wir wollen insbesondere, dass die Bürgerinnen und Bürger an den Prozessen innerhalb der kommunalen Selbstverwaltungsorgane in den Städten, Gemeinden und Landkreisen beteiligt werden. Zum einen wollen wir, dass Kinder und Jugendliche stärker eingebunden werden. Dann fragen Sie rhetorisch, Herr Bauer, warum setzt man die Grenze bei 16 fest? Wir haben das Wahlalter bei 18. Können Sie aussagen, ist das angemessen? Deswegen geht es darum, junge Menschen auch in Entscheidungsprozesse einzubinden, sie heranzuführen an Verantwortung. Auch das ist eine Intention, die dahinter steckt. Und natürlich, der ein oder andere Journalist hat bei der Vorstellung auch gefragt, was soll das eigentlich? Können Kinder und Jugendliche sich äußern? Ja, natürlich gibt es da auch Übermittler. Natürlich spielen dann Eltern eine Rolle. Aber wir haben jetzt schon die Praxis in Hessen unterschiedlich ausgeprägt, nicht überall zugegebenermaßen. Dort gibt es Jugendgremien. Die einen nennen es Jugendausschuss, die anderen haben ja ein Jugendparlament. Wir wollen, dass das gesetzlich geregelt wird, dass man auf Kinder- und Jugendlicheninteressen Rücksicht nimmt. Die Ausgestaltung, das ist kommunale Selbstverwaltung pur. Und das ist der Ansatz, den die SPD an der Stelle verträgt. In diesem Zusammenhang ist auch zu sehen, Senkung des Wahlalters von 18 auf 16 bei den Kommunalwahlen, das aktive Wahlalter zu senken. Und Herr Hahn, ja, die Volksabstimmung ist damals gescheitert. Und was hindert uns daran, die Menschen nach 10, 12 Jahren klüger zu werden? Selbst ein Bundesverfassungsgericht ist in der Lage, seine Rechtsprechung an die neueren Erkenntnisse anzupassen. Deswegen vertrauen wir dann auf einen solchen Fall auch auf die Wählerinnen und Wähler. Deswegen spricht nichts dagegen, es zu machen, wenn man es will. Analog sehen wir es für den Seniorenbereich. Natürlich gibt es auch den einen oder anderen Kommunalpolitiker, der diese Prämisse schon erfüllt. Ja, das wissen wir. In den Magistraten, in den Kreisausschüssen, in den Gemeindevorsitzenden sitzt sicherlich auch der ein oder andere, der ist über 60. Aber auch hier geht es darum, den Seniorenvertretungen, das völlig unterschiedlich auch in Hessen geregelt, elementare Rechte zu geben, Antragsrecht, Anhörungsrecht. Aber die Ausgestaltung, die obliegt den Kommunen vor Ort. Und dann ist das eine vernünftige Lösung. Die wissen am besten, wie sie die Interessen ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger ausgestalten sollen. Deswegen ein vernünftiger Ansatz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Gleiche gilt für uns, für die Rechte der Ausländerbeiräte.
Sie sollen gestärkt werden und ebenfalls in verpflichtende Anhörungs- und Antragsrechte umgewandelt werden. Wir wollen mehr Partizipation, mehr Teilhabe schaffen, meine Damen und Herren. Und der Hinweis auf die geringe Wahlbeteiligung bei Ausländerparteien ist zwar richtig, aber mit der gleichen Konsequenz, mit der gleichen Diktion müssten Sie auch über die Direktwahlen und die Legitimation reden. Wenn im Landkreis Groß-Gerau meine Damen und Herren, der ein oder andere Bewerber nicht so erfolgreich abgeschnitten hat mit 24%, dann wurde das nur getoppt von Wahlbeteiligung in manchen Städten und Gemeinden mit 18%. Und dann muss man genauso über die demokratische Legitimation nachdenken wie in anderen Fällen. Da kann man sich nicht gerade heraussuchen, was man braucht. Schließlich sieht unser Änderungsantrag vor, die Quoren abzusenken, die für einen erfolgreichen Bürgerentscheid notwendig sind. Und wir wollen dies ermöglichen. Ja, Hessen ist im bundesweiten Ranking, wenn man sich die Zustimmungsquoren anschaut, im unteren Bereich, weil natürlich in der Anonymität einer Großstadt die Zahlen nicht erreichbar sind. Das kann man an den dagewesenen Bürgerentscheiden bzw. Bürgerbegehren dann auch letztlich sehen. Und deswegen wollen wir eine Senkung für Kommunen über 50 und 100.000 Einwohner. Das ist ein Weg. Ich glaube, die Bürger sind durchaus in der Lage. Und wer kommunalpolitisch tätig ist, und das sind viele, natürlich ärgert man sich auch vor Ort, wenn Einzelinteressen vermeintlich als Gemeininteressen deklariert werden. Aber dann müssen auch die Entscheidungsträger vielleicht noch deutlicher Entscheidungsprozesse kommunizieren und machen. Und deswegen glaube ich, ist es ein Ansatz, der richtig und vernünftig ist. Und Hessen hat hier einen exorbitanten Nachholbedarf. Und schließlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Kollegen, wollen wir die vorgesehene Regelung, dass man ehrenamtliche Bürgermeister installieren kann, in dem Gesetzentwurf wird die Grenze auf 1500 Einwohner angehoben, wieder abschaffen. Da bin ich sehr bei Herrn Hahn und auch bei Herrn Schaus. Welchen politischen Nährwert gibt es, dass Sie das machen? Dass die Gemeindevertretung oder die Stadtverordnungsamt das beschließen muss, Sie haben es jetzt auf 2/3 erhöht, führt in der Tat nicht dazu, dass es nicht möglich ist. Wenn Sie eine Gebietsreform wollen, dann sagen Sie es und verbrämen Sie es nicht auf diese Art. Und weil Frau Goldbach so schön lacht, Sie sollten einfach einmal mit den Bürgermeistern Frau Goldbach im Vogelsbergkreis reden. Das ist ein wunderschöner Kreis, der Vogelsbergkreis. Viele Gemeinden zwischen 1500 und ein guter Landrat kommt auch noch dazu. Kollege Wiegel, haben Sie völlig recht, wenn Sie das so gemeinsam feststellen. Die viele Kommunen zwischen 1500 und 5000 Einwohner. Ja, und da war dann eine Umfrage. Konnte man da breit und groß in den Zeitungen des Vogelsberg lesen, dass kein Bürgermeister quer durch alle Parteien, der Kreisvorsitzende der CDU musste wahrscheinlich zum Rapport tanzen, hat auch gesagt, was soll der Kram? Recht hat er. Es gibt keinen politischen Nährwert und deswegen gehört die Grenze wieder auf 1500 Einwohner gesenkt. Nun kann es sein, weil der ein oder andere versucht, dazwischen zu rufen, der kennt sich in den Verwaltungsabläufen nicht so aus. Meine Damen und Herren, Herr Wiegel, Sie bestimmt. Also, in den Gemeinden zwischen 1500 und 5000 Einwohnern ist ein Bürgermeister nicht nur Repräsentant und Frühstücksdirektor, sondern in aller Regel auch Hauptverwaltungsbeamter und wird benötigt. Und auch die rechtlichen Zusammenhänge in diesen Kommunen sind heute so wichtig, dass man auch davon etwas verstehen muss, wobei man natürlich durch die Ergebnisse der Direktwahl auch gelegentlich das ein oder andere anders mitbekommt. Ob das immer für die Gemeinde förderlich ist eine andere Geschichte, aber gewählt ist gewählt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen fragen wir uns, was soll diese gesetzliche Regelung? Sie sagen, eigentlich ist sie nicht nötig, aber wir machen sie trotzdem. Blödsinn bleibt Blödsinn, und deswegen gehört dies wieder abgeschafft, meine Damen und Herren. Und deswegen ist das natürlich kein großer Wurf, den Sie vorlegen. Ich glaube, eine echte Reform der hessischen Gemeindeordnung ist notwendiger denn je. Ich will auch einen Aspekt hineinbringen, den wir sicherlich dann auch thematisieren werden, der sicherlich auch vom Ergebnis der Kommunalwahl am 6. März dann berührt wird. In Nordrhein-Westfalen soll es wieder eine 3%-Sperrklausel geben. Gerade in den großen Gebietskörperschaften haben wir 10, 12 auch Splittergruppierungen. Ob das der Sacharbeit vor Ort gerecht wird, ist eine andere Geschichte. Wir sollten uns die Entwicklung dort anschauen, ob es rechtlich beklagt wird. Aber das ist ein Aspekt, ich glaube, der kann durchaus auch für die Funktionsfähigkeit von ehrenamtlichen Parlamenten eine Rolle spielen. Und deswegen, solchen Aufgaben hätte sich CDU und GRÜNE einmal widmen können. Stattdessen machen sie klein-klein, nicht nachvollziehbare politische Änderungen. Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, gibt es einen guten, umfangreichen Änderungsantrag. Wir wollen, dass der beraten wird, und deswegen beantragen wir dritte Lesung. Vielen Dank.
Das Wort hat Frau Abg. Goldbach für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der vorliegende Gesetzentwurf der Landesregierung und die Änderungsanträge der Regierungskoalition verfolgen vor allem das Ziel, den hessischen Kommunen Handlungsspielräume zu eröffnen und in einigen Feldern Rechtssicherheit zu schaffen. Ich komme zum ersten Punkt, Bürgerbeteiligung. Wir sehen seit einigen Jahren zunehmende Bürgerproteste in verschiedensten Ausprägungen. Und das sind vor allem Proteste, die Nein zu irgendetwas sagen. Und die Frage ist, wie sollen wir darauf reagieren? Die Proteste richten sich meist gegen größere Infrastrukturentscheidungen. Und deshalb wollen wir die Erfolgsaussichten für Bürgerbegehrsinitiativen verbessern. Das gilt insbesondere für Großstädte, weil es da eben sehr schwierig ist, das Interesse von Bürgerinnen und Bürgern für bestimmte Sachfragen zu wecken. Das Zustimmungsquorum lag bisher einheitlich bei 25 %, und Herr Bauer hat es schon ausgeführt. Wir wollen das für Städte ab 50.000 Einwohnern auf 20 % senken und für Städte mit Einwohnern ab 100.000 auf 15 %. Daneben wollen wir ein Vertreterbegehren initiieren. Das heißt, dass die Volksvertreter, die Parlamente, die Möglichkeit erhalten, bei wichtigen Entscheidungen die Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen. Das ist keine Flucht vor Entscheidungen, wie Kollege Hahn das dargestellt hat. Ich will einmal zwei Beispiele dazu nennen. Stuttgart 21. Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger wären recht froh gewesen, wenn irgendjemand sie vorher einmal gefragt hätte, ob sie mit dieser Entscheidung einverstanden sind. Zweites Beispiel, Hamburg Olympia. Da haben wir gesehen, dass mitnichten genau das dabei herauskommt, was sich die Gemeindevertreter vorgestellt haben, sondern die Bürger haben ganz anders entschieden, als es erwartet wurde. Damit muss ein Parlament dann auch umgehen können. Deswegen ist es auch richtig, dass eine Zweidrittelmehrheit ein solches Vertreterbegehren initiiert. Wir halten das für ein richtiges und wichtiges Instrument und keinesfalls für eine Verlagerung der Verantwortung. Ich möchte ein bisschen auf den Gesetzentwurf der LINKEN eingehen, weil die ja deutlich mehr Instrumente zur direkten Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger fordert. Kreisbegehren, Kreisentscheid, Bürgerantrag, Bürgerpetition. Ich mache einmal ein paar Ausführungen zu Bürgerantrag. Sie fordern hier z.B. das Recht für alle Bürgerinnen und Bürger ab 14 Jahren, einen Antrag in das Gemeindeparlament einzubringen. Dann sollen die Antragsteller ein Rederecht erhalten und das ist das Wesentliche, das Parlament soll dazu eine Entscheidung treffen. Stellen wir uns das in der Praxis einmal vor. Das könnte z.B. ein Antrag zur Einrichtung irgendeiner Beratungsstelle sein. Klammer auf, schauen Sie einmal in die Haushaltsanträge der LINKEN. Das sind fast alles Einrichtungen von Beratungsstellen. Klammer zu. Diese Beratungsstelle kostet Geld. Es gibt also eine Wirkung auf den kommunalen Haushaltsplan, nämlich eine Ausgabenerhöhung. Gehen wir einmal davon aus, dass die Gemeinde einen Haushaltsplan verabschiedet hat. Und dann ist da gar kein Spielraum mehr für zusätzliche Ausgaben. Und selbst wenn die Gemeindevertreterinnen und Vertreter dem Anliegen gewogen wären, hätten sie gar keine Möglichkeit, ihm zu entsprechen. Das führt zu nichts anderem als zu Frust. Frust bei den Antragstellern und bei den Gemeindevertretern. Denn sie glauben, sie hätten Einfluss auf kommunale Entscheidungen durch ihren Bürgerantrag. Tatsächlich aber sind die Weichen ja in der Haushaltsplanung gestellt. Also müssten die Bürgerinnen und Bürger hier Einfluss nehmen. Und wissen Sie was? Das können Sie schon jetzt. Und wissen Sie noch was? Das tun die auch. Sehr viele Kommunen in Hessen haben nämlich ihren Bürgerinnen und Bürgern schon lange ermöglicht, sich an der Haushaltsplanung zu beteiligen. Das Ganze heißt dann Bürgerhaushalt. Und das ist ein wichtiges und richtiges Instrument. Damit kommen wir zu dem Kernpunkt Ihrer ganzen Forderung und dem Systemfehler, der Ihnen innewohnt. Eine echte Bürgerbeteiligung muss nämlich lange vor den Entscheidungen in den Kommunalparlamenten stattfinden. Da, wo über Bauleitplanung diskutiert wird, wenn es um die Ansiedlung von Gewerbe geht, wenn es um die Zukunft städtischer Einrichtungen wie Bibliotheken, Schwimmbäder, Musikschulen geht,
Hier in dieser Planungsphase brauchen die Bürgerinnen die Chance, sich aktiv einzubringen. Und sehr viele Kommunen nutzen da auch schon den Sach- und Fachverstand ihrer Bürgerinnen und Bürger. Und das kommt auch noch der veränderten Haltung vieler Menschen entgegen, die sich nämlich nicht mehr für eine ganze Legislaturperiode, sondern in einem konkreten Projekt mit einem klaren zeitlichen Limit verpflichten wollen. Und wenn dann gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern ein Projekt entwickelt wurde, stellen die Kommunalparlamente die Haushaltsmittel bereit, und dann kann es auch durchgeführt werden. Ich möchte einmal betonen, wir haben eine repräsentative Demokratie. Und das Handeln für andere ist ja das Wesen des Politischen. Und auch in der direktesten Demokratie, auch in Ländern wie der Schweiz, handeln die Bürgerinnen, wenn sie politisch entscheiden, immer auch für andere. Das Handeln für andere, für das Gemeinwohl, lässt sich nicht ersetzen durch das Handeln eines jeden für sich selbst oder einer kleinen Gruppe für sich selbst. Der Unterschied ist, die gewählten Vertreterinnen und Vertreter sind legitimiert, sie werden kontrolliert und sie werden auch zur Verantwortung gezogen. Wir brauchen einfach diese Strukturen, in denen die Verantwortlichkeit für das große Ganze, für das Gemeinwohl institutionalisiert ist. Und deshalb sind die Regelungen, die die Regierungsfraktionen und die Regierung vorschlägt, nämlich die Zustimmungsquoren zu staffeln und in großen Städten abzusenken und das Vertreterbegehren einzuführen, richtig, maßvoll und angemessen, um den Willen der Bürgerinnen stärker zu berücksichtigen, ohne dabei die Kommunalparlamente zu schwächen. Nächster Punkt. Ich kann es Ihnen nicht ersparen, denn wie Sie sehen, bin ich kein Mann. Wenn wir uns die Zusammensetzung der Gemeindeparlamente anschauen, der Kreistage, der Zweckverbände, dann sehen wir nach wie vor hauptsächlich Männer. Die Anzuhörenden von kommunalen Spitzenverbänden, die bei uns in den Ausschüssen sitzen, sind fast ausschließlich Männer. Neulich waren auch einmal nur Männer da. Von den Landrätinnen und Bürgermeisterinnen sind leider nur ganz wenige Frauen, und diese Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen. Ich möchte betonen, gegen Männer an sich ist ja nichts einzuwenden. Das ja, ausdrücklich bitte ins Protokoll. Aber die Überrepräsentanz der Männer hat eben als Folge eine Unterrepräsentanz der Frauen. Um von 0% Frauenanteil in den Kommunalparlamenten auf 20% zu kommen, hat es, raten Sie einmal, 90 Jahre gedauert. 90. Von 20 auf heute 32%, weitere 30 Jahre. Und wir wollen einfach, dass es nicht weitere 30, 90 oder 100 Jahre dauert, bis wir endlich eine paritätische Besetzung von Frauen und Männern in den Kommunalparlamenten haben. Deshalb haben wir eine appellatorische Norm eingefügt in der KGO und im Kommunalwahlgesetz. Und auch hier gilt, wir wollen nichts erzwingen, sondern wir sagen ganz klar, in welche Richtung wir wollen. Und die Kommunalparlamente, vor allem die Parteien, haben Zeit, sich darauf einzustellen und zur Hälfte Frauen auf ihre Listen zu bringen. Und vor allem, wir wollen ja auch in den Aufsichtsgremien kommunaler Gesellschaften eine paritätische Beteiligung. Darauf werden wir hinarbeiten. Weiterer wichtiger Punkt, Änderungsantrag der Regierungsfraktion, ist die Tourismusabgabe. Wir möchten, dass nicht nur Kur- und Heilbäder, sondern auch Gemeinden, die touristische Angebote haben, eine Tourismusabgabe erheben können. Das wird hier dann auch geregelt. Und auch hier eröffnen wir einen Handlungsspielraum, eine Möglichkeit für die hessischen Kommunen. Letzter Punkt, die Fraktionen in größeren Zweckverbänden. Da nehmen wir ganz klar eine Anregung größerer Zweckverbände auf. Denn dort existieren schon faktisch länger Fraktionen, die auch arbeiten wie Fraktionen. Also sie halten Fraktionssitzungen ab, sie schreiben Anträge. Und sie erhalten Aufwandsentschädigungen. Es gab aber bisher keine Rechtsgrundlage dafür. Deswegen schaffen wir mit der Änderung des Art. 5 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit und dem Verweis auf den 36a HGO nun Rechtssicherheit für diese großen Zweckverbände. Das heißt dann, dass sie auch ihre Anliegen als Fraktion nach außen darstellen können und dass sie ihre Fraktionsmittel dazu erhalten. Das waren einige wichtige Punkte des sehr guten Gesetzentwurfs mit den sehr guten Änderungsanträgen von
CDU und GRÜNEN. Und ich bitte Sie alle um Zustimmung für diesen wunderbaren Gesetzentwurf. Das Wort hat der Innenminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Da gegen Männer, wie Frau Kollegin Goldbach gerade gesagt hat, grundsätzlich nichts einzuwenden ist, traue ich mich ans Rednerpult und will ein paar wenige Bemerkungen machen. Es sind unterschiedliche Facetten des Gesetzes schon angesprochen worden, und deswegen will ich mich auf drei Punkte konzentrieren. Aber lassen Sie mich zumindest eine kurze Vorbemerkung machen, weil der Kollege Rudolph hier großspurig erklärt hat, dass das ja gar keine echte Reform sei, diese hessische Gemeindeordnung. Da muss ich ja mal ganz freundschaftlich fragen, Herr Kollege Rudolph, was stellen Sie sich denn unter einer richtigen und großartigen Reform vor? Wir sind mit der hessischen Gemeindeordnung, da muss ich Herrn Kollegen Hahn recht geben, einigermaßen zufrieden. Ich finde, dass wir die kommunale Selbstverwaltung in unserer hessischen Gemeindeordnung prima abgebildet haben. Die unechte Magistratsverfassung, die wollen wir nicht angreifen, das halten wir für richtig. Die Fragen der repräsentativen Demokratie und die der direkten Elemente, die sind in einem ausgewogenen Verhältnis. Ich finde, dass wir eine gute hessische Gemeindeordnung haben. Aber wenn Sie hier sagen, Sie wollen sie großartig reformieren, wo sind denn dann die Ansätze der SPD? Wo sind sie denn, Herr Kollege Rudolph? Fehlanzeige nicht vorhanden. Meine Damen und Herren, wir haben eine gute hessische Gemeindeordnung, und diese Kommunalverfassung, die entwickeln wir nunmehr weiter. Wir entwickeln sie in ein paar Kernbereichen weiter. Dazu gehört zum einen die Frage, und das sind zwei zentrale Ziele unseres Koalitionsvertrages, die wir dort abbilden. Das ist zum einen die Absenkung der Zustimmungsquoren. Meine Damen und Herren, ich finde, es ist schon deutlich geworden, dass es klug ist, an manchen Stellen, nämlich in den 5 Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern und in den 7 Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern, dass wir dort die Zustimmungsquoren den Gegebenheiten und der Wirklichkeit sozusagen ein Stück weit anpassen, den Menschen die Möglichkeit geben, sich auch dann tatsächlich zu beteiligen. Und ich finde, dass das ein guter Kompromiss ist zwischen zum einen den direkten Elementen, die wir in unserer hessischen Gemeindeordnung haben, ohne dass wir die Grundsätze der repräsentativen Demokratie damit infrage stellen. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, dass wir mit ein paar Veränderungen im Rahmen der kommunalen Haushaltswirtschaft bei der Frage Verbot der spekulativen Finanzgeschäfte, auch Fremdwährungskredite und Ähnliches, dass wir da den allgemeinen Grundsatz, der eigentlich in der hessischen Gemeindeordnung verankert ist, nämlich Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, dass wir den noch einmal weiter gestärkt haben. Ich finde, das ist ein guter Ansatz, den wir hier in der hessischen Gemeindeordnung nunmehr gefunden haben. Der dritte Punkt, meine Damen und Herren, also seien Sie mir nicht böse, das ist ein bisschen weit hergeholt. Wir haben uns als Koalition aus CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN klar festgelegt. Wir wollen keine Gebietsreform in Hessen. Wir wollen sie nicht. Aber wir wollen denen, die freiwillig zusammenarbeiten wollen, auch nicht im Wege stehen. Ich finde, das ist auch ein guter Kompromiss, den wir gefunden haben. Und ich muss sagen, so leid mir das tut, Herr Kollege Rudolph und Herr Kollege Hahn, ich bin schon einigermaßen beeindruckt von Ihrem mangelnden Zutrauen in kommunale Selbstverwaltung. Ich finde, dass die Kolleginnen und Kollegen in den Stadtparlamenten, in den Gemeindeparlamenten und in den Kreistagen das sehr wohl gut viele Dinge selbst entscheiden können. Dann geben wir ihnen doch auch die Möglichkeit dazu. Wir haben bisher 5 Gemeinden in diesem Lande, die weniger als 1.500 Einwohner haben. Und denen war es bisher möglich, selbst zu entscheiden, ob sie ihr Bürgermeisteramt ehrenamtlich oder hauptamtlich führen. Und ein Fünftel davon, nämlich eine Gemeinde im Werra-Meißner-Kreis, hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Das ist doch in Ordnung im Rahmen kommunaler Selbstverwaltung. Damit machen wir keine Gebietsreform zwangsweise, damit stülpen wir niemandem etwas über, sondern das ist kommunale Selbstverwaltung. Und das wollen wir ein Stückchen erweitern. Auf die mit 5.000.
und dann sollen die Städte und Gemeinden, ich habe dieses Zutrauen, Herr Kollege Rudolph, Sie offensichtlich nicht, aber ich habe dieses Zutrauen in gewählte kommunale Parlamentarier, selbst zu entscheiden, ob sie das so rum oder so rum organisieren wollen, und das ermöglichen wir hier. Und, meine Damen und Herren, das ist jetzt auch nichts Revolutionäres. Also, man könnte jetzt auch nicht sagen, wir revolutionieren jetzt sozusagen Gemeindeordnung in Deutschland. In Bayern gibt es einen umgekehrten Grundsatz. Unter 5.000 ist der Bürgermeister ehrenamtlich. Und ich finde, sozusagen, wir machen es umgekehrt. Wir machen es umgekehrt und ermöglichen es, dann am Ende über 120 Gemeinden diese Entscheidung zu treffen. Und natürlich ist es eine ganz konkrete Frage in den Zeiten, in denen wir uns im Moment bewegen. Natürlich ist es so, dass die Städte und Gemeinden, übrigens auch im Vogelsberg, sich überlegen, ob sie im Rahmen von Verwaltungsgemeinschaften ihre Strukturen effizienter und effektiver organisieren. Und das unterstützen wir. Das wollen wir unterstützen, ohne Zwang, sondern wir wollen ihnen ermöglichen, dass sie ihre Strukturen so ertüchtigen, dass sie sozusagen damit zufrieden sind. Und wenn am Ende eines solchen Prozesses herauskommt, dass sich zwei Gemeinden oder drei Gemeinden darauf einigen, eine Verwaltung zu haben, und diese Verwaltung dann von einem hauptamtlichen Bürgermeister geführt wird, dann ist das doch nicht zu kritisieren. Dann sollen die das doch so entscheiden, wie sie es wollen. Warum müssen wir das denen denn dann vorgeben? Und wenn sie dann sagen, dann bleiben zwei übrig, wo man sagt, die machen das ehrenamtlich, die übernehmen in ihrer Gemeinde die repräsentativen Aufgaben, übernehmen sie, und das funktioniert in Thüringen, das funktioniert in Rheinland-Pfalz. Warum soll denn das in Hessen nicht funktionieren? Das ist doch Unsinn, sozusagen etwas Gegenteiliges zu behaupten. Und insofern, diese Möglichkeit eröffnen wir. Das steht in diesem Gesetzentwurf. Es steht nichts anderes da drin. Man braucht auch nichts anderes hineinzuinterpretieren. Es ist im besten Sinne der kommunalen Selbstverwaltung nicht nur gemeint, sondern ich hoffe, am Donnerstag auch beschlossen. In diesem Sinne eine maßvolle und gute Weiterentwicklung einer ordentlichen hessischen Gemeindeordnung. Ich freue mich, wenn Sie dem zustimmen wollen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, es liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Dann kommen wir zu zwei Verfahren. Zunächst einmal die Abstimmung. Ich gehe davon aus, Sie haben keine dritte Lesung beantragt, DIE LINKE. Damit stimmen wir über das Gesetz in den Gesetzentwurf ab. Haben Sie dritte Lesung beantragt? Ja, das wird höchste Zeit, ja. Okay. Dann stelle ich fest, dass für beide Gesetzentwürfe dritte Lesung beantragt worden sind. Und wir stellen fest, dass die zweite Lesung durchgeführt worden sind und dass wir zur Beratung und Vorbereitung der dritten Lesung die beiden Gesetzentwürfe in den Innenausschuss überweisen, der dann heute Abend noch tagen wird.